Na, alles fit im Schritt? Hier ist wieder euer Erklärbär. Ich habe mich durchgerungen, wir machen doch nochmal ein Basis-Layout-Video. Wie aber angekündigt, ist das kein aktuelles Layout von mir, sondern veraltet ist eigentlich ein falsches Wort. Ein Layout, das ich mal so gebaut habe und derzeit so nicht mehr verwende. Aber es hat sich also auf jeden Fall nicht bewährt. Es sind Kleinigkeiten dabei, die ich im Nachhinein verändern würde, aber wie gesagt, ich springe halt immer zwischen den Layouts. Das, was ich aktuell verwende, sieht halt ein bisschen anders aus. Das ist auch eine komplett andere Form, so meine ich das. Das ist nicht dasselbe Layout oder die gleiche Grundstruktur. Ich laber schon wieder viel zu viel, oh Gott. Wir gehen einfach direkt rein. Ach so, ja, noch eine Sache. Ich werde hier niemanden bloßstellen, ich werde den Namen anonymisieren, aber das hier ist der schlechteste Angriff, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich werde gleich einen Ausschnitt daraus machen, damit man die Namen nicht sieht. es ist auf jeden Fall globales Zeitalter gegen Zeitalter der Aufklärung. Level 162 gegen Level 89. Jetzt schaut euch das bitte mal an. Genießt es einfach, was hier fabriziert wird. Ich glaube, die Truppenkomposition sagt schon alles. Wir haben eine Offensivkoalition gegen keine Defensivkoalition. Und meine Lieblingsszene kommt jetzt gleich. Hier oben sind noch ein paar Truppen gesetzt worden. Er sprengt einen Turm. Dann hat er sich Infanteristen mit Verrat geholt. Jetzt gibt's den Knall. Puff. Boah. Da sagen die beiden Artilleries einfach mal Hallo. Ey, krass, wie kann man so angreifen? Das ist nicht böse gemeint. Ich kenne den Spieler jetzt nicht. Persönlich werfe ich ihm nichts vor, aber dass das hier nichts wird, das sollte doch jeder bemerken. Und spätestens, wenn du jemanden, der die Hälfte deines Levels hat, nicht platt bekommst, ja, weiß ich nicht, dann würde ich, glaube ich, das Handy verkaufen. Oder mein Account. Eigentlich würde ich gerne vorspulen, kann ich aber nicht mehr. Auf jeden Fall ist die ganze Zeit scheppern die Mörser hier oben gegen die Wände gegen und kommen nicht durch und sterben auch noch so ein bisschen. Heilt die jetzt gleich auch noch. Auf jeden Fall kommen hierbei drei saftige Sterne bei raus. 162 global, 89 gegen 89 Aufklärungszeitalter und das ist nicht mal Aufklärungszeitalter, ihr seht es ja, das ist Mittelalter? Egal. Ja, auf jeden Fall, ich habe herzlich gelacht. Keine Ahnung, ob ihr das jetzt lustig fandet. So, da sind wir im Layout. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Oh, nein, nein. Das war mein neues WhatsApp-Profilbild. Hups. ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich wollte jetzt gerade eigentlich hochzoomen, kann ich aber nicht. Hier oben kann ich leider jetzt nicht mehr zeigen, was steht. Ist halt nur noch ein Screenshot. Da kann man sich nicht ganz so frei bewegen. Ich konnte dementsprechend auch keine Radien einzeichnen. Also nicht, bis wohin die Dinger schießen. Aber ich glaube, jeder von euch, der Interesse hat, das Layout nachzubauen, weil man dafür ein gewisses Zeitalter haben muss, dementsprechend auch eine gewisse Erfahrung, Kenntnis im Spiel, der wird wissen, dass die Mörser jetzt nicht bis hier oben schießen. Und ja, also ist wieder ein sehr symmetrisches Layout. Sprich, ich hatte das Layout gebaut. Ich brauche irgendwie immer diese Symmetrie, sonst gefällt es mir nicht. Und es gibt sehr viele verschiedene Bezeichnungen dafür. Fliegende Faust, Winkellayout. Ich habe es einfach Winkellayout genannt, weil es für mich halt 90 Grad Winkel sind. Einer, zwei, drei, vier 90 Grad Winkel. Was mein Hintergedanke hierbei war, klipp und klar, ist ein Weltkriegslayout. Und das Weltkriegslayout soll entweder darüber arbeiten, dass man es extrem schwer hat, zum Stadtzentrum zu kommen, oder halt den offenkundigen Weg nimmt, wo man dann natürlich auch mit Fallen rechnen muss. Und da werde ich, oder da wird der Basisbesitzer den Angreifer natürlich nicht enttäuschen. Da liegen dann dementsprechend natürlich auch Fallen. Und das ganze Layout arbeitet darüber, dass sich die Truppen so ein bisschen verfangen. Ich meine, nach einem der letzten Updates, irgendwo 5.6, 5.7, hat das ganze Layout so etwas an Funktionalität verloren. Und zwar früher war es mal so, dass die Truppen nicht äußerlich um die Mauern drumherum laufen konnten. Sprich, dann mussten sie sich tatsächlich dummerweise durch alle Mauern durchballern. Und das war der große Vorteil von dem Layout. Jetzt ist es allerdings so, dass die Truppen wohl auch außen rumlaufen können. Bedeutet, in eurem Fall kann es sein, dass ihr eventuell vielleicht euch, das ist ja jetzt mittlerweile richtig easy möglich, Wiederholungen im Weltkrieg anguckt und vielleicht die Fallen etwas verlegen müsst. Ich habe die Fallen jetzt alle so ausgerichtet, dass man maximal eingebremst wird, egal von wo man vom Stadtzentrum angreift. Kommt man hier direkt von unten, hat man die ganzen Fallen, die auch relativ symmetrisch weit auseinandergelegt sind, wo man, egal wo man steht, immer beim Stadtzentrum extrem verlangsamt als auch geschwächt wird. Von oben, also von 12 Uhr aus, haben wir das Versailles, das hat keine Schadensreduktion, aber einen extremen Verlangsamungswert, den man auch nicht deaktivieren kann. Und ich versuche jetzt aus dem Kopf das Ganze nochmal zu reproduzieren, wie ich früher so Layouts durchgegangen bin. Ich glaube, ich habe immer angefangen, klar, es ist ein Weltkriegslayout, dann bin ich auf die Verteidigungsgebäude eingegangen. Die Mörser sind sehr zentral hierbei platziert. Wichtig bei den Mörsern ist, es war mir
wieder mal die Absicht, die Mörser so zentral wie möglich oder so nah beisammen wie möglich, so weit auseinander wie nötig zu platzieren. So weit auseinander wie nötig aufgrund von Sabotage. Wobei Sabotagen ja mittlerweile dadurch, dass sie so extrem wertvoll sind. Sie kosten halt 2 Truppenplätze. Früher haben sie nur einen gekauft und dann gekostet. Dann hatte man einfach mal 5 bis 6, vielleicht sogar 7 Sabotagen dabei. Das Ganze hat sich jetzt was verschärft, vor allem noch durch das Raketensilo, das hier natürlich noch nicht mit eingebunden sein kann. Raketensilo könnte man beispielsweise anstatt der Burg oben setzen oder anstatt das Versailles und Akropolis einfach eins weiter hochrücken, sodass die anstelle von jetzt derzeitig Akropolis und Burg stehen. Da kann man sich austoben. Ihr seht ja, Mauerstücke sind oben noch übrig, also man kann sich da definitiv austoben. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, die Mörser. Ums Stadtzentrum drum platziert und relativ zentral in der Mitte. Das Stadtzentrum ist hier gar nicht mal so schwer zu nehmen. Wenn man tatsächlich von unten angreift, sollte jeder das Stadtzentrum schaffen. Aber dann wird es halt natürlich extrem schwer, sich durch die ganzen Mauern durchzufressen. Sonst gibt es auch nicht mehr viel zu den Mörsern zu sagen. Die sollten halt ziemlich grob den Radius im Inneren abdecken. Und was mir wichtig war, dass ich hier die Fallen platziert habe. Das heißt, wenn halt Truppen hier starten, dass die Mörser nicht sofort in Brand aufgehen, sondern dass die Mörser tatsächlich auch geschützt sind. Dazu natürlich die Kombination mit den Kanonentürmen. Die habe ich versucht, grob so aufzustellen, dass hier von außen der Mörser geschützt ist. Dasselbe natürlich auf der Seite. Den Kanonenturm kann man jetzt auch noch verstellen. Wenn man die Flugabwehr verrückt, kann man den auch nach hier oben stellen. Also sind noch weite Ausbaumöglichkeiten letzten Endes möglich. Was mir an dem Layout auch sehr gut gefällt, obwohl da gehe ich glaube ich später drauf ein. Machen wir jetzt ganz so chronologisch. Zuerst, wir bleiben bei den Verteidigungsgebäuden. Luftabwehren ist natürlich auch wieder relativ offenkundig. Habe ich sehr zentral als auch symmetrisch platziert. Hier war ich noch mit der Luftabwehr im Ausbau. Wichtig ist, dass man entweder mit den Türmen kontert oder 4 Luftabwehren bereits hat. Wenn man noch keine 4 hat, sollte man auf jeden Fall sich darum bemüht sein, die Türme irgendwie so aufzustellen. Das habe ich jetzt hier nicht ganz so gut verfolgt. Ich habe hier einen Turm, hier Turm plus Burg und hier noch einen Turm, dass irgendwo Schaden auf die Flieger gemacht wird. Weil wenn die Flieger sich hier frei drüber bewegen können über die Mitte, dann nutzen einem auch die besten Verteidiger nichts. Weil egal, ob die Akropolis geboostet sind, die sind unheimlich schnell platt, wenn Flugzeuge drüber fliegen. Ich habe noch Türme exponiert gestellt und zwar hier und hier. Das Ganze hat sich als extrem effektiv erwiesen. Denn wenn die Türme so weit außen stehen, finden sie erstens weniger Beachtung beim Angreifer, beim Gegner. Und das kann sein, dass er seine Flugzeuge unbemerkt mehrmals darüber schickt. Die Flugzeuge kassieren immer Schaden, aber das ist kein Schaden, den er mitbekommt. Den er direkt mitbekommt, weil er sich natürlich nur auf das Hauptgeschehen, was hier unten stattfindet, fokussiert. Auf der anderen Seite ist noch der extrem nice Effekt, man kann nicht einfach nur Infanteristen hier an den Rand setzen und alles wegputzen. Das heißt, so zum Aufräumen, zum Wegschrauben am Ende ist das eine extrem gemeine Variante, weil der Turm hat hier komplette Reichweite, das habe ich extra so ausgetüftelt, der kann hier überall hinschießen, kann aber gleichzeitig nicht direkt beschossen werden, weil Gebäude dazwischen sind. Also sehr, sehr nice, wenn man verhindern möchte, dass der Feind einfach das Gelände am Ende aufräumt, muss er definitiv Flugzeuge drauf schicken oder mit der ganzen Armee oder irgendwelchen stärkeren Einheiten drauf gehen. Dann, was haben wir noch zu besprechen? Reduten habe ich jetzt behelfsmäßig relativ hier an die Eingänge gestellt. Ich habe keine Weltkriegs-Replays und auch keine Wiederholungen hiervon gesehen, weil es die damals noch nicht gab. Also kann ich schwer was über den Nutzen davon sagen. Genau, hier unten stehen noch 2 Türme. Also ich glaube, in Summe sind die Türme und Flugabwehren sehr, sehr moderat und sehr homogen über das ganze Feld verteilt. Dann haben wir natürlich Akropolis, das ist hier ein zentraler Bauteil des gesamten Bauwerks oder der gesamten Basis. Steht sehr, sehr zentral, kostet natürlich dementsprechend extrem viel Platz, aber dafür haben wir eine perfekte Anbindung meiner Meinung nach. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Garnisonen sind jetzt nicht so interessant anzubinden, aber gerade die Bunker, die Depots, die sind extrem wichtig, weil man dadurch einen sehr, sehr großen Boost kassiert. Dann habe ich noch, die Bunker habe ich mir viel Gedanken gemacht. Ich wollte sie einerseits zentral stellen, auf der anderen Seite wollte ich sie aber abschirmen. Und das war schwierig, letzten Endes miteinander zu handhaben, denn wir haben einmal die Vorgabe, also ich möchte hier alles möglichst perfekt unterbringen, einmal die Vorgabe, Bunker müssen zentral stehen. Zweite Vorgabe, Bunker müssen in Reichweite der Akropolis stehen. Und dann noch die Vorgabe, Mörser müssen zentral stehen. Oder sollen zentral stehen, dann noch die Vorgabe, Kanonentürme sollen bei den Mörsern eher in Richtung außen stehen und dann daraus resultierend die schlussendliche Vorgabe, nichtsdestotrotz sollen die Kanonentürme noch auf die Bunker wirken können. Ich meine, Verrat habe ich sehr, sehr selten gesehen, dass der noch genutzt wird. Sollte es aber jemand nutzen, möchte ich nicht, dass auf einmal 2 schwere oder 1 schwerer Panzer, der ehemals meiner war, feindlich auf einmal mitten in der Basis steht und dann die ganzen Mörser wegraucht. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut geschafft. Wenn man sich jetzt die Reichweiten anguckt, deckt der obere Kanonenturm nahezu den kompletten Bunker ab. Und der untere deckt den Bereich vor dem Bunker ab. Also es gibt unmittelbar um den Bunker sehr, sehr wenig Platz, wo man den schweren Panzer tatsächlich halbwegs sicher mit Verrat übernehmen kann.
Scharfschützentürme, ganz klar, stehen unheimlich zentral. Ich hatte sie am Anfang noch näher am Stadtzentrum stehen. Problem hierbei war, wenn man einmal eine Sabotage drauflegt, kann man im Idealfall tatsächlich beide Scharfschützentürme unter Stadtzentrum kriegen. So wie ich sie jetzt hingestellt habe, ist es sogar schwer, Scharfschützentürme noch mit den Mörsern zu kriegen. Also dann müsste man wirklich perfekt hier eine Sabotage hinlegen und würde Stadtzentrum, Bunker und Mörser, nee, Stadtzentrum, Mörser und Scharfschützenturm sabotieren können. Aber ich glaube, ich habe so das maximale Kosten-Nutzen. Den Kosten-Nutzen habe ich maximal irgendwie ausgereizt, denn man kann hier sehr wenig gemeinsam miteinander sabotieren. Genau, so viel dazu. Habe ich irgendwas vergessen? Ne, ich glaube nicht. Ja, dann habe ich halt, was hatten wir als nächstes immer noch? Verteidigungsgebäude? Straßenanbindung oder so, genau. Was mir extrem gut gefällt bei dem Layout, das Layout hat auf jeden Fall Platz. Ihr seht, ich habe nicht einfach nur stumpf, so breit wie meine Verteidigungsgebäude sind auch die Ringe gebaut. Ich habe die Ringe immer einen breiter gebaut. Was hier nicht sonderlich viel Mauern kostet, weil das ganze Layout ja eh sehr sparsam angelegt ist. Dadurch, dass man quasi nur ein Viertel einer Burg baut. Ihr müsst euch ja vorstellen, normalerweise, wenn man eine Basis baut, kommt hier unten ja noch ganz viele Mauern. Dann hier hinten, wo man es nicht sieht, ganz auf 6 Uhr und hier müssten noch Mauern sein. Also wir haben jetzt quasi die vierfache Mauern an Menge an Mauern, wenn man sich vorstellt, dass das hier nur ein Viertel, also nur eine Ecke des Layouts ist. Dementsprechend habe ich überall 4 Plätze, also genug Plätze, damit die Straßen verlegt werden können. Das bedeutet, das ist selbst eine Variante, die man grob diesen Aufbau, diese Winkelstruktur im Atomzeitalter fahren kann, weil man enorm gut an seine Verteidigungsgebäude rankommt und somit die Radarforschung sehr nice ausnutzen kann. Das hat mir auch schon gefallen. Ich werde im Atomzeitalter definitiv nochmal so ein Layout bauen, weil die Layouts, die ich derzeit habe und die wirklich exzellent funktionieren, nicht die Möglichkeit besitzen. Also da werde ich die Straße nicht einfach so anbauen können. Da werde ich die kompletten Layouts... Alter! Mann! Da werde ich die Straßen nicht einfach so anbinden können, ohne das komplette Layout verschieben zu müssen. Ja, so viel dazu. Dann, großes Problem von dem Layout ist, wir haben hier oben extrem viel ungeschützte Fläche. Und ich habe gesehen, gerade dadurch, dass der die Ölraffinerie da steht, das will ich euch auch direkt sagen, stellt die nicht dahin. Man kann, wenn man wirklich ein erfahrener Angreifer ist und seine Truppen sehr, sehr schön hier drumherum verteilt, also wirklich komplett von, wo ist das? 9 bis 10 Uhr bis 15 Uhr und die Truppen ganz gleichmäßig vorrücken lässt. Also wenn man das gut schafft und man kommt an den Mauern an und zerschießt die ersten Gebäude hinter den Mauern, hat man die 50%. Also dann ist der schnelle Sieg nicht geschenkt, aber enorm, enorm einfach zu holen. Und dann hat man halt relativ viel Zeit, um sich hier durchzubeißen durch das Layout. Also versucht die Gebäude noch anders zu setzen. Ich würde raten zum Beispiel, Mann, ich will näher ran. Hier unten, anstatt von einem der Häuser vielleicht die Ölraffinerie hinzusetzen, dann noch einen Markt und eine Mühle auszutauschen, beispielsweise, weiß ich nicht wogegen, hier unten vielleicht die Häuser umzupositionieren, die Festung irgendwo nochmal anders hinzustellen, das sind ja so Kleinigkeiten. Auf jeden Fall so wenig wie möglich Hitpoints an Gebäuden nach oben zu stellen, dann ist der schnelle Sieg auch schwieriger zu holen. In Summe fällt mir jetzt gar nicht mehr viel hierzu ein. Ich habe das Versailles besprochen, das hat einen unheimlich geil, also Versailles kann man, glaube ich, nicht besser platzieren. Das übt seine Verlangsamung auf das komplette Zentrum der Basis aus, wo jeder Angreifer früher oder später durch muss, weil die Truppen da automatisch durchlaufen. Kolosseum steht hier einfach nur da. Das ist Deko, das kann man eigentlich hinstellen, wo man will. Hat ja eine große Reichweite. Kommandoposten, Redoute und alles hier oben habe ich jetzt auch relativ lieblos aufgestellt. Meine zusätzlichen Mauern kann man vielleicht auch woanders hinstellen. Ich habe sie jetzt so hingestellt, dass die Truppen nicht straight auf die Burg laufen können, sondern einmal drumherum müssen. Und ich dachte mir gerade Panzer und andere Truppen, die kurze Reichweite haben, aber automatisch auf Verteidigungsgebäude gehen. Gerade die wollte ich daran hindern, dass sie die Burg zu schnell platt machen und habe einfach einen überflüssigen, in Anführungsstrichen, einen Stacheldraht noch dahin gelegt. Ja, dann war es das soweit. Ich hoffe, das Layout hat euch gefallen. Voll kurz, 13 Minuten. Irgendwie früh habe ich es, glaube ich, länger gebraucht. Oder irgendwie habe ich etwas vergessen. Schreibt mir auf jeden Fall Kommentare. Was denkt ihr über das Layout? Werdet ihr es vielleicht übernehmen? Würde mich mega freuen, wenn einer von euch das Layout nachbaut. Mir vielleicht sogar, würde mich echt freuen, ein Replay zukommen lässt. Man kann es ja teilen oder aufnehmen oder was auch immer. Oder mir ein Screenshot schickt von seinem Layout, wie er es umgebaut hat. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Euer Domination-Tipps.